Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Plan-Part von, ich bin schon wieder durcheinander. Let's play Hitman, wir starten hier kurz mein Setup, wir werden heute mit der Jäger arbeiten. So, ich habe gerade schon eine Aufnahme versucht, es ging genau 22 Sekunden und dann ist Hitman abgeschmiert. Gar nicht mal so lustig. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber, ne? Who cares, ne? Solange es jetzt funktioniert, ist alles supi. So. Freunde, wir werden jetzt wieder die Mission so machen wie beim letzten Mal und mal schauen, ob wir vielleicht die Sniper-Mission sogar erfüllen können, indem wir die gute Delilah, glaube ich hieß sie, auch gleich noch mit dem Sniper innerhalb von 10 Sekunden war das, glaube ich, erschießen können. Das wäre awesome. Sehr awesome. Weil beide Ziele mit einem Scharfschützengewehr töten innerhalb von 10 Sekunden ist, glaube ich, das gewesen, was wir machen sollten. Was aber, glaube ich, besser beim Feuerwerk der Fall gewesen wäre, weil dann alle aufgewiegelt sind und bla bla bla. Ihr wisst schon. Wir müssen auch noch beide mit einer Klavierseite töten. Was allerdings auch das Einfachste sein wird, was wir machen können. Welcome to Paris. So, jetzt geht wieder die große Suche los. Die ganz, ganz große, große Suche. Wir brauchen... Ach nee, müssen wir nicht suchen. Ich weiß ja, wo er ist. Lovely tuxedo, sir. Hallo und auf Wiedersehen. Achso, das war der falsche Weg. Das war hier draußen? Ja, hier draußen. Okay, genau. Dann gehen wir jetzt mal nach hier vorne rechts. Wo auch immer er das Glas hat. Nur los, komm, quatsch schneller. Mr. Novikov, Decker hier. Ich warte. Und ich warte. Is there a problem? Novikov is busy. Told us to stay put and enjoy ourselves. One of his security staff will come fetch us. He's ready. Tell you where we're going? Pavilion, Northwest Gardens. Said it was away from prying eyes. Das machen wir jetzt. Meeting Max Decker, a senior agent in the Russian FSB. Und small world. The FSB has been mounting a criminal case against Novikov, but Decker's boss, FSB Section Chief Nikolai Kamarov, committed suicide only last night. Or perhaps not. Either way, this could be a chance to catch Novikov away from the spotlight. So. Wir sind wieder hier am Stissin. Wir erstmal speichern wir ab, weil ich habe keine Lust, dass wir das... Nein, das war Laden. Nein, das war Laden. Das war Glück gehabt. Das war ja der Versuch. Da hatten wir aber keine Sniper mit dabei. Wir überspeichern mal die obere Reihe wieder. So, wir werden... Also da ist die Sniper drin. Ist nicht ganz so schwer zu erraten. Ist ja der Schuppen, war ja auch so abgebildet. Wir werden in der nächsten Folge nochmal Showstopper machen. Ich weiß, relativ unüblich für mich. Weil ich ja gerne Abwechslung habe. Oder haben möchte, vielmehr. Wir schaffen es diesmal, den sogar zu erwürgen, kann es sein? Die dürften sich nicht schnell genug bewegen. So, wenn wir das schaffen... Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, du Bastard. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Ich hasse ihn. Ich will mal was wissen.
Ernsthaft? Das hat sogar funktioniert? Ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das nicht hören. Ich bin jetzt echt überrascht. Aber richtig überrascht. So, der geht ja eh nirgendwo hin. Von daher ist ja alles easy. So, wir können das Brecheisen mal mitnehmen. Für den Fall der Fälle, ihr wisst schon. So, hier führt das Seil hin. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz eins wissen. Kann man hier... Kann man nicht rein. Aber da links ist ein Fenster und da rechts ist, glaube ich, die Tür. Also alles entspannt und easy, wenn man so möchte. So, jetzt müssen wir auf unser Ziel warten, um ihn umzulegen. Dann können wir ihn ganz leise, diesmal aber auch wirklich komplett stealth wegballern. Also ballern, also wegbringen, nennen wir es mal so. So, und jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Wir werden in der nächsten Mission nochmal Showstopper spielen und uns mal anschauen, wo der Herr Sato lang geht. Ich weiß nicht, ich könnte das natürlich auch locker offscreen machen, alles kein Ding. Dann wüsste ich Bescheid und erzähle euch das dann. Oder vielmehr, wir bringen ihn ja dann eh um. Aber ich denke, es ist interessanter, das mal selbst zu sehen. Also werden wir nächste Folge garantiert keinen Kill machen. Keine fertige, abgeschlossene Mission. Aber wir wissen dann immerhin, was mit dem Herrn Sato ist. So, und diesmal mache ich nicht denselben Fehler. Diesmal sieht er uns nämlich nicht. Wams. So, erstmal verkleiden. So, dann nehmen wir ihn. Die HX-10, die bleibt da schön liegen. So. Ich hoffe, wir dürfen mit einer Sniper rumlaufen. Ansonsten haben wir gleich ein kleines Problem. Erstmal entsorgen wir den. So. Dann gehen wir hier hin. Nicht F1, sondern Escape. Speichern erneut. Das war jetzt der dritte Speicherpunkt hier. So. Jetzt nehmen wir mal die Waffe hier mit. Und platzieren sie mit Alt an einer unauffälligen Stelle. So. Der erkennt uns eh nicht. Und ich möchte jetzt mal an der Stelle wissen... So, hier können wir einfach rein. Das ist nicht schwierig. Da ist die Sniper. So, können wir mit der Waffe jetzt einfach hier rumlaufen? Sagt er was? Nö, wir sind einfach Sniper. Wir dürfen das. Alles klar, cool. Also, wir wissen jetzt, die Sicherheitskräfte hier, die Leibwachen und so, die dürfen offiziell... Ja, die dürfen einfach so mit Sniper rumlaufen. Okay, das heißt, wir haben eine Verkleidung, mit der wir als Sniper offiziell rumlaufen dürfen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So. Dann müssen wir mit den Herren hier reden. How you been? Mr. Decker, Mr. Novikov will see you now. I will escort you to the rendezvous point. Ah, great. Thank you. Lead the way. Take good care of the VIPs. So, wir machen es natürlich wieder schön zu ihm hinguckend, damit er uns auch ja folgt. Und nicht wieder out of sight, out of mind mäßig hier. Junge. Irgendwann habe ich die Schnauze voll, dann ziehe ich meine Sniper und schieße ihm einfach so in den Kopf. Nein, es geht mir echt langsam tierisch auf den Geist, dass der Kerl unfähig ist, hier hinzulaufen. Ich muss allerdings sagen, es ging bei anderen schon besser. Also beispielsweise die Mission mit dem... Wie? Achso, hier ist eine Wand. Wie hieß er? Der Herr Ritter, glaube ich, war das, oder? Calvin Ritter? Ich glaube, es war Calvin Ritter. Der ist einem richtig gut gefolgt, wenn man sich verkleidet hat.
Ja, selbst in der Beta schon ist er einem richtig gut gefolgt. Da hatte man keine Probleme irgendwo, dass er hängen bleibt. Aber der Kerl hier, der geht einem ja richtig gegen den Strich. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Escorting Max Decker. Mr. Novikov's order. Been expecting you. Go ahead. So, einer von denen hier erkennt uns. Ich glaube, das war hier einer von den Linken, oder? Ihr dürft auch mal hier eintreten, ihr... Ich versuche mir gerade echt... Da gehen wir nicht lang. Ich versuche mir echt gerade die ganzen Schimpfwörter zu verkneifen und das fällt mir nicht leicht. Mal so ganz kurz nebenbei erwähnt. So. Well, well. No Novikov. Why am I not surprised? Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker and you have a front row seat. Okay, Schloss knacken ist nicht unser Ding. Aber ich muss mal kurz bei der Gelegenheit gleich mal speichern. Gleich mal hier oben überspeichern. So, jetzt sollten wir uns mit der Sniper mal ein bisschen beeilen. So, hier erkennt uns ja nur welche von dem Heliport. Das ist ja an sich kein Problem. Die erkennen uns doch, der da hinten, der würde uns erkennen. Aber auch das ist kein Problem. Diese Aktion ist für andere Personen sichtbar und bringt sie in Schwierigkeiten. Und who cares? Mal ganz ehrlich gesagt, wen juckt das jetzt an der Stelle, wenn es eh keiner sieht? So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Part, den ich so unendlich liebe. Das ist das, was ich an Hitman so geil finde. Und wirklich jedes Mal machen kann. Ne schönes. Wir kriegen ein Level vorgesetzt und haben die Möglichkeit, mit einer Sniper zu operieren. Genau das, was ich so sehr liebe. Silent Assassin mit einem Scharfschützengewehr in der Hand. Perfekt, genau für mich geeignet. Und wenn ich richtig in Erinnerung habe, geht Delilah sogar da oben mal raus. Da oben ist sie. Also wir haben die Möglichkeit, beide mit einem Sniper zu töten. Okay, also wir können uns hier ganz entspannt... Können wir nicht rein oder rauszoomen? Nein. Ich... Zwei Sachen. Einmal speichern. Ich... Möchten Sie wirklich vorhin das Spiel schon überschreiben? Ja, klar, ich bin mir sicher. Das... So... Körper wegschleifen. Zielen. Schulterkamera. Mausrad hoch und runter, rein und wegzoomen. Also doch das, was ich dachte, aber es funktioniert leider nicht. Ich benutze gerade mein Mausrad hoch und runter, aber es funktioniert nicht. Das heißt also, wir haben einen Fixzoom. Ach, wieso ist Delilah da jetzt drin? Ärgerlich. Das wäre der perfekte Schuss. Das heißt also, wir müssten das nur ein bisschen besser timen, dann würden wir Delilah zusammen mit ihm gleichzeitig erschießen können. Das wäre unglaublich perfekt. Er ist unser Ziel. Time to find Dahlia Margolis. Wir warten noch kurz. Wenn sie sich zeigt, ist sie tot. Sie ist weggegangen. Das Gute ist, uns hat keiner gehört. So, wir werden mal unscheinbar unsere Waffe erstmal hier platzieren. Und sollte ja keiner soweit
Der ist ja nicht genau. Die aber sollten ein wenig schnell um die Ecke gehen und hier erstmal bleiben. Genau, weil die erkennen uns leider. Perfekt. Genau ausgetrickst. Unglaublich gut. Die finden irgendwann die Sniper. Aber das ist kein Problem. Die packen die Sniper dann eh nur in eine Waffenkiste. So. Mal schauen. Herausforderungen. Also das lief jetzt echt super perfekt. Muss ich mal so sagen. Es lief super perfekt. So. Das ist alles unwichtig. Lassen Sie den Kronleuchter während der Aktion fallen. Nein. Ertränken Sie die Layla. Das könnten wir machen. Wir könnten sie oder ihren Gift, ihren Drink vielmehr ein wenig vergiften. Warten Sie als Mr. Reaper, bis die Layla Sie begrüßt und töten Sie sie mit einer Pistole mit Schalldämpfe. Ich habe keine Lust drauf. So, das nicht. Da hätten wir noch vergiften sie Margolis. Dahlia übrigens, Entschuldigung. Novikov mit einem Sprengsatz. Achso, Evakuierungsraum, ja, das ist auch cool. Okay, wir könnten sie vergiften. Könnten sie vergiften? Ah ja, Körper wurde gefunden, wundert mich jetzt weniger. So, wir haben die Möglichkeit, sie zu vergiften. Kennt uns von denen einer? Ja, leider. Mist. Der da auch? So. Der da kennt uns auch, ja. Der da auch, verdammte Axt. Wir haben nichts zum Werfen. Doch, wir haben was zum Werfen. Wenn der weggeht, haben wir was zum Werfen. Dann kann ich den einen da distracten und mich vorbeisneaken. Oma kennt uns ja keiner. Sieht jedenfalls nicht danach aus. So. Untertauchen als Kellner. Mhm. Seriously? Das interessiert den nicht mal? Alter, das war ein Brecheisen. Ist jetzt sein Scheiß ernst? Okay. Ich weiß schon. Den kriegen wir noch. So, die müssen ja unsere Waffe jetzt gefunden haben. Ansonsten könnten wir vielleicht noch die gute Dahlia damit fertig machen. Huh. Wow. Never knew this stuff was so complicated. What's this one for? Yeah, that's a fireworks remote. I wouldn't touch it if I were you. Feuerwerkszünder. Hier ist er also. So, dann das Kamerateam. Ja, die Frage ist, wie machen wir jetzt Dahlia fertig? Wenn wir einen Schritt schneller laufen, sieht uns keiner. So, die Frage ist, haben sie die Sniper gefunden? Und wenn ja, gibt es mehr als eine Waffenkiste? Ich bin mir da nicht sicher, ob es wirklich mehr als eine Waffenkiste gibt. Ich bin mir aber schon ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall die Waffe gefunden haben. Hier ist gerade alles sauber. Da liegt etwas.
Sind die Leute noch da? Nein. Haben sie die Waffe gefunden? Nein! Ich dachte eigentlich, ich habe die Waffe nur... Also ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, die Waffe nur dahin gelegt. Weil ich davon ausgegangen bin, dass sie, wenn sie jetzt sehen, hey, der hat eine Sniper, der hat geschossen. Das ist so nach dem Motto. Reagieren. Ich hätte jetzt nie damit gerechnet. Das ist ja perfekt. Wo ist eigentlich hier ein Exit? Hier irgendwo müsste auch noch so ein Boot-Exit sein. Das ist da hinten, oder? Sieht schon quasi danach aus, ja. Als ob da hinten der Pier ist mit den Booten. Dahlia. Wanna have a drink, madam? Bye. Wird mich rollen. Both targets are down. Great work. Now head und auf Wiedersehen, Dahlia. Ich frage mich, warum der erste Schuss nicht getroffen hat. Ja, da hinten sind tatsächlich die Boote. Dann machen wir gleich das nochmal. So, jetzt dauert es ewig, bis die Leute hier unten alarmiert sind. Das ist schon mal sehr gut. So, wir könnten den Heliport benutzen. Oder wir benutzen die Boote. Beides legitim, beides müssen wir irgendwann machen. Aber ich glaube, wir benutzen jetzt mal die Boote. Der Heliport ist näher dran. Wenn wir die Sniper-Mission mit denen, wir schießen beide einmal ab, machen. Beide innerhalb von 10 Sekunden ab, dann ist das, glaube ich, sinnvoller. Ach, fehlende Schlüssel, also können wir die wirklich nicht machen. Cool. Wir brauchen erst einen Schlüssel? Warte mal. Und wer hat den Schlüssel? Hast du einen Schlüssel für die Boote? Ich glaube nicht. Interessant. Wir brauchen also einen Schlüssel. Wir vorsichtig hinterherlaufen, sieht ihr uns nicht. Der andere auch nicht. Und zack, wir haben es geschafft. Sehr schön. Nächsten Herausforderungen sind erfüllt. Perfekt in einem Part. Diesmal hat es gut funktioniert. So, und das kennen wir alles schon. Wir haben die Mission erfolgreich erfüllt. Wir sind mit dem Helikopter entkommen. Und wir haben Folgen Sie mir gemacht und das Geheimtreffen. Was wir nicht geschafft haben, war die Sniper-Mission mit den zwei Headshots. So, wir haben einen Logistikanhänger freigeschalten. Und haben eine ziemlich schlechte Bewertung, weil wir haben zu viele Kills gemacht, die wir nicht machen sollten. Sehr schön. So, dann... Ja, ich glaube, wir sollten hier... Das wollte ich machen. Achso, zünden Sie das Feuerwerk. Hätten wir also eh nicht machen können. Ach, das ist ja interessant. So, das machen wir auf jeden Fall noch sprachlos. Einfach erschießen, während er volle Kanne in der Öffentlichkeit steht. So, das mit dem Schubsen Sie Novakov in die Seine müssen wir auch noch machen. Dahlia ertränken und vergiften können wir auch noch machen. Das ist perfekt, wir können ihn erschießen. Also doch, wir machen nächstes Mal noch diese Mission hier. Das kommt ganz gut. Und danach machen wir dann nochmal die Abschlussprüfung und versuchen da noch weiterzukommen. Mit den restlichen Sachen fortzufahren, die jetzt noch offen sind. So, wir müssen also nächsten Part erschießen wir Novikov und vergiften und ertränken Dahlia. Perfekt, finde ich jedenfalls. Alles klar. Dann danke ich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Still Play und ciao.